Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten, ich glaube vierten mittlerweile, Entwicklertagebuch zu Heroes. Ja, euch fällt wahrscheinlich sofort auf, dass die Spielübersicht ein bisschen anders ist. Wir haben das Ganze ein bisschen halbiert. Nicht mehr ganz so großflächig sieht das Ganze aus. Und außerdem, großes Streitthema kann ich, denke ich, auch nochmal beilegen. Es wurde ganz viel gefordert, hey, macht doch League of Legends rein. Ja, natürlich machen wir League of Legends rein. Wir haben jetzt hier aber erstmal nur 6 Spiele drin, halt 6 Sachen, die sozusagen als Testgeschichte stehen sollen. Wir werden, ich weiß nicht, sehr viele mehr Spiele noch drin haben, wo natürlich auch League of Legends nicht fehlen soll. Heute wollen wir uns mehrere Sachen angucken. Erstmal möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die ich beim letzten Mal total vergessen habe. Nämlich die News-Übersicht. Also das hier sind News. So sieht das halt ungefähr aus, wenn News auf einer Seite sind. Und die werden halt hier in dem Fall natürlich alle von VenEU noch einbezogen. Und ja, da würde natürlich ein ganzer Feed nach unten, ganz viele WoW-News haben wir dann natürlich, die dort alle eingezogen werden von vielen verschiedenen Seiten. Auf eurem persönlichen Stream sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, aber so eben ja, auf den Unterseiten. Wenn man zum Beispiel dann halt draufklickt, hatte ich euch letztes Mal ja schon gezeigt, könnt ihr eben die News bewerten. Hier oben, ne, gibt es dieses Ding von schlecht, beziehungsweise keine Bewertung, bis gut, etc. Und ja, aber gut. Eigentlich will ich euch heute vor allen Dingen das Frage- und Antwortensystem zeigen. Ja, wir sind jetzt auch hier wieder bei unserem Beispiel World of Warcraft, weil wir da einige Sachen schon drin haben. Und das ist eine relativ nette Sache, wie ich finde, dieses Frage- und Antwortensystem. Denn ihr könnt halt tatsächlich zu vielen verschiedenen Themengebieten eine Frage stellen. Ich meine, das System an sich ist ja nicht neu. Das kennt man von Gute Frage nett oder was auch immer. Und wir haben das Ganze jetzt hier noch ein bisschen sortiert. Ihr seht hier an der Seite sind so ein paar Kategorien. Zum Beispiel gibt es halt Klassenguides, ja, beziehungsweise nicht Guides, sondern Klassenfragen. Dann zum Paladin und dann kann man das Ganze auch noch weiter spezifizieren, dass ihr das alles hier aufteilt. Halt, dass man halt nur noch zum Beispiel Fragen zum Heiligpaladin sieht. Müsst ihr natürlich dann auch beim Erstellen einer Frage entsprechend auswählen. Ja, ne? Und da zum Beispiel bei Schlachtzüge kann ich die wegmachen. Da haben wir hier den Thron des Donners noch und da gibt es ganz viele Unterkategorien etc. pp. Ist ja recht selbsterklärend. Ne? Ja, gucken wir doch mal in eine Frage rein. Zum Beispiel hier, woher bekommt man den kleinen Diablo als Haustier, ist die Frage. Tja, das ist die Frage. Ne? Ich habe gerade einen gesehen, den will ich unbedingt haben. Da haben wir dann hier zwei Antworten und zum Beispiel der Alex, der die Frage gestellt hat, Rasa, könnte dann diese Antwort, weil das ist die richtige Antwort, er ist auf der Classic Collector's Edition, könnte er dann als richtig markieren. Das sieht dann hinterher, wenn einer eine richtige Antwort hat, ungefähr so aus. Und zwar hier zum Beispiel, ist Heroes cool? Ist die richtige Antwort ja, die ist dann auch so eingefärbt. Oder hier zum Beispiel bei Tortoise, wieso bringt uns Tortoise per One-Hit um? Da haben wir auch mehrere Antworten, ne? Zum Beispiel halt hier, ne? Er wirkt andauernd eine Fähigkeit, die uns alle instant tötet, ist eben die Frage, warum macht er das? Die richtige Antwort lautet hier eben, ihr müsst die Schildkröten töten, ihr könnt sie dann auf ihn kicken und seine Fähigkeiten unterbrechen. Da kann ich zum Beispiel hier das Ganze auch hochvoten oder auch nicht. Ja, kann man auf jeden Fall später noch hochvoten, kleiner Bug noch immer. Und das auch noch kommentieren zum Beispiel, ne? Kann man sie übrigens mit dem Button, der dann erscheint, sind halt da nochmal so ein paar Ergänzungen zu der Anmerkung. Ne? Zum Beispiel sagt hier einer noch eine Anmerkung, ne, dazu. Und also sehr, sehr nett, wie ich finde, die richtige Antwort, die von dem Fragesteller als richtig markiert werden kann, steht dann natürlich ganz oben und drunter dann halt nochmal ein paar sinnvolle Kommentare. Gibt natürlich auch dann hier solche Antworten, wie zum Beispiel lol, roffel ihr Noobs, ne, learn to play please und könnt nix und so weiter, bla bla bla. Ist natürlich auch total gut hier der Spam und ne, scheiß Trolls bitte bannen. Sehr authentische Antworten, die der Alex hier, finde ich, eingegeben hat. Und ja, oder hier, da kann ich euch leider nicht helfen, ist natürlich total sinnlos, diese Antwort, aber kann man auch gerne abgeben. Ja, ne, ihr seht das hier schon, da gibt es sehr viele Möglichkeiten später eben auch hier. Kann man halt dann noch Kommentare hinzugeben zu so einer Frage. Gehen wir nochmal zurück zu den Fragen und Antworten und geben doch einfach mal selber eine ein. Also wenn ich zum Beispiel eine Frage stellen möchte, ist zum, ja, keine Ahnung, ne, ich habe sie gerade schon mal gestellt, ist Heroes cool? Ne, ich weiß nicht, was ich davon
von halten soll, Ausrufezeichen. Na, dann könnt ihr dann halt hier, im Moment sieht das noch ein bisschen doof aus alles, aber na, könnt ihr einfach hier eine Unterkategorie angeben etc. Und dann na, kommt halt hier die Frage dann rein, ist halt jetzt keine Antwort drin und ich sage jetzt hier mal als Antwort einfach ja oder wie gerade ja. Und dann werdet ihr sehen, ist halt die Antwort dabei und da kann ich hier diesen Haken anklicken und dann erscheint das Ganze auch in grün. Ne? Gehen wir nochmal rüber, steht dann hier beantwortet und dann sieht es eben so aus. Sehr schick, wie ich finde, ist echt gut gelungen und einfach auch sehr übersichtlich in seiner Gesamtheit. Man kann das Ganze halt hier an der Seite auswählen in die einzelnen Unterkategorien. Man wird eben bei der Frage stellen nochmal die Unterkategorien auch ein bisschen besser auswählen können. Ist natürlich hier alles noch in ja, Pre-Alpha, wie ich euch schon gesagt habe. Und ansonsten, was seht ihr sonst noch hier? Ja, wir können mal ganz kurz gucken. Hier rechts an der Seite sehen wir zum Beispiel Spieler, die ihr vielleicht kennt. Die könnt ihr dann hinzufügen, müsst ihr einfach nur da drauf drücken. Oder darüber, ihr folgt ja einigen Spielen und eine Auswahl der Spiele, denen ihr folgt, ist hier zu sehen. Zum Beispiel, wenn ich dann hier auf World of Warcraft klicke, komme ich dann eben auch in die World of Warcraft Übersicht. Ja, mit eben den ganzen anderen Sachen. Ja, beim nächsten Mal, ich weiß nicht genau, was ich euch zeige, aber ich hätte auf jeden Fall gerne eure Anmerkungen zu unserem Frage- und Antwortsystem. Vielleicht habt ihr da jetzt schon Anmerkungen. Ich freue mich natürlich schon auf die ganzen Beta-Tester, die da mitmachen werden. Wir sind schon recht weit. Ich hoffe noch immer, dass wir in eine Alpha gehen können. Nächste, beziehungsweise in 2 Wochen. Nächste Woche übrigens haben wir im Entwicklertagebuch einen Dev-Talk. Da haben wir eigentlich 2 Gäste, aber wir haben noch einen Platz für jemanden von euch da draußen. Also falls ihr denkt, ihr wärt die Richtigen, um mit mir und den Programmierern von Heroes zu reden, dann schreibt doch einfach, warum ihr da die Richtigen seid, mit zum Beispiel auch einer konstruktiven Kritik zum Frage- und Antwortsystem in die Comments hier auf YouTube oder wenn in EU. Und dann werdet ihr eventuell die Möglichkeit haben, quasi als Wildcard-Gewinner bei diesem Entwicklergespräch mit dabei zu sein. Das ist nächsten Mittwoch, da solltet ihr Zeit haben. Und wir werden das Ganze aufzeichnen und euch dann im Rahmen des Entwicklertagebuchs hier auch mitgeben, sodass ihr so ein paar Fragen euch dort eben auch nochmal anhören könnt, was die Leute so haben, was die Leute so für Vorschläge haben und so weiter und so fort. Für eure Vorschläge könnt ihr natürlich auch gerne hier immer reintun und in diesem Sinne danke euch fürs Zuschauen. Bis